Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Oh, ist das schön, die Luft ist unfassbar. Ich zeige euch gleich die Wellen. Sehr klarer Himmel, perfekte Temperaturen, so ungefähr, lass mich schätzen, 27 Grad. Richtig, richtig schön. Und übrigens haben mich meine Nahrungsergänzungen mal wieder gerettet. Ich habe die ja immer dabei. Und ich erzähle dann später nochmal, warum sie mich gerettet haben. Aber guck mal, wie schön das hier ist, Kreta. Und guck mal die Wellen an. So, jetzt muss ich mal die Klappe halten. Hört mal zu, wie die Wellen, also die Geräusche von den Wellen. So, jetzt nochmal von der Seite. Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Sessi. Guck mal, oh, ich sitze hier so entspannt. Oh, es ist so schön, die Luft. Also man muss echt sagen, die Luft ist hier ganz anders als in Dubai. In Dubai steht die Luft. Und hier ist so frisch und so viel Wind, ist echt richtig geil. Und zwar, wie haben mich meine Nahrungsergänzung mal wieder gerettet? Früher als Kind, ich rauche übrigens nicht, der ist da. Auf jeden Fall, früher als Kind habe ich immer richtig krass mit Mittelohrentzündungen zu kämpfen gehabt. Weil meine Ernährung war ja als Kind eine Katastrophe. Also alles das, wo ich euch versuche vor zu bewahren. Und ich habe halt immer mit Entzündung zu kämpfen gehabt. Und ich habe das, als ich dann das gecheckt habe und mich gesund ernährt habe, habe ich das jetzt in den letzten 10 Jahren, ich glaube, einmal gehabt. Aber meine Ohren sind im Grundsatz bei mir immer empfindlich. Und jetzt bin ich zum Urlaub gekommen und ich weiß nicht, ob ich angefasst habe. Irgendwas war nicht richtig. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, oh, fängt an. Und als ich gemerkt habe, ist eine Entzündung im Anmarsch, was habe ich gemacht? Natürlich richtig hochdosiert, darf ich natürlich nicht empfehlen. Macht das bloß nicht, nur was auf der Verpackung steht. Aber ich habe natürlich, weil ich die Entzündung schon habe kommen sehen, einmal Omega-3 und da sind ja normalerweise 4 pro Tag. Ich habe 4-mal am Tag 4 Stück genommen und Kurkumin habe ich 4 bis 5 Mal am Tag 12 Stück genommen. Okay, guckt in die Kurkumin-Highlights. Das sind die Dosierungen, die ich genommen habe und 2 Tage später jetzt komplett weg. Und ich weiß, das wäre eine Katastrophe geworden. Und man muss mal überlegen, dass fast jede Zivilisationskrankheiten auf Entzündungen basieren. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, das sind alles Entzündungsherde, die passieren. Und da kann man mal sehen, wie effektiv das einfach die Entzündung aus dem Körper rausnimmt. Wirklich extrem krass. Kann ich nur empfehlen, wenn irgendwas mit Entzündung ist. Und guckt sowieso das Video, habe ich es ja verlinkt, was ich als Basis, das ist das Wichtigste. Und meine Freunde, ich habe ja gestern gesagt, ich werde euch auf jeden Fall nochmal richtig zeigen, wie krass das Volk und ihr verarscht werdet. Das ist unfassbar und wie verloren man ist. Und das werde ich euch heute alles zeigen. Das habe ich ein bisschen mehr Zeit, alles zu posten. Gestern die Reise war echt krass und lang. Und seid gespannt, ich poste das jetzt in den nächsten Stunden, okay? Unbedingt dranbleiben. Und ist das schön. Ich muss jetzt erstmal ein paar Videos gucken und nachholen. Schreibt mir gerne rein, welches Thema ihr haben wollt für das nächste YouTube-Video, dann drehe ich wahrscheinlich heute ein YouTube-Video und ich bin mal gespannt und ich melde mich später und haltet euch fest. The overwhelming consensus is going to pop up a little bit and then go back down. No one's talking about this great, great deal. And the data shows that most of the price increases we've seen were expected and are expected to be temporary. Lower prices are on the way. The inflation has everything to do with the supply chain. Make no mistake, inflation is largely the fault of Putin. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike. I'm sick of this stuff. We have to talk about it because the American people think the reason for inflation is government spending more money. Simply not true. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Wie aus der österreichischen Interpretation der Konjunkturtheorie hervorgeht, ist die einzige Ursache einer gesamtwirtschaftlichen Rezession die Inflation der Geldmenge.
Wenn die Exporte eines Landes seine Importe übertrafen, Handelsüberschuss, gewann seine Währung auf den internationalen Devisenmärkten an Wert, während sie an Wert verlor, wenn die Importe des Landes die Exporte übertrafen, Handelsdefizit. Ja, und was ist das Grundprinzip, meine Freunde, und wie erfolgreich sind sie bitte? Das Grundprinzip ist, du musst so dumm und krank sein, dass du praktisch dich überhaupt nicht mehr wehren kannst, dass du so abhängig bist vom System, dass du selbst wenn du was wüsstest, dass du nicht sagen könntest oder nicht rauskommen könntest. Und sie sind so erfolgreich, das Volk und die Menschen so blöd zu bekommen, dass man heutzutage wirklich darüber diskutiert, was eine Frau ist. Das kann man heutzutage nicht mehr sagen. Da ist die Agenda angekommen. Du kannst nicht mehr erklären, was eine Frau ist. Kannst du nicht mehr. Guckt euch das mal an. Das ganze Video verlinke ich auch. Es ist unfassbar. Woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. I like scented candles. I've watched Sex and the City. Yeah. How do I know if I'm a woman? That's a great question. You're not a scientist. You're not a gender studies major. No. How do you know that you're a man? I guess because I got a dick. Can a man become a woman? I'm not a woman, so I can't really answer that. Women only know what women are. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? You want to tell us what a woman is? Und dann sollen Menschen das verstehen, das hier. Inflation is always and everywhere caused by one thing. Too much excess money being created by a central bank. Was da draußen in der Welt los ist, sie schaffen es mit der Inflation, sie schaffen es mit allem. Sexualisierung der Kinder, Inflation, die Menschen werden so doof, die können nicht mehr sagen, was eine Frau oder ein Mann ist. In alle Richtungen ist es die totale systematische Zerstörung des Individuums. So, den Mensch entmenschlichen Religionen soll nicht mehr Gott heißen, sondern Göttens oder was weiß ich. Es ist nur krank. Es sind nur Psychopathen, die mit der Macht der Medien das ganze Volk krank und dumm kriegen wollen und abhängig. Das ist das ganze Grundprinzip, wo es hingehen soll. So, und heutzutage ein kleines Tickchen schlauer sein als 99% der Menschen da draußen ist wirklich keine krasse Aufgabe mehr. Wirklich nicht. Und es geht nicht um Fakten. Weil wenn es um Fakten gehen würde und ich tausende Kommentare hier gepostet habe und hunderte Menschen ausgewandert sind, finanziell frei geworden sind, bessere. Es geht nicht darum, weil es funktioniert, was ich sage. So, und es geht auch um nichts, was alle machen. Es geht um gar nichts. Es geht nur darum, weil ihr seht das. Die zwei wichtigsten Videos meiner letzten 10 sind ganz unten. Und ich weiß es. Es ist immer so. Es ist immer das Gleiche. Ich sage das jedes Mal. Es ist klar, weil 90% der Menschen wollen sich nicht befreien. Die verteidigen noch das System. Und deswegen, wenn du denkst, ich kann meine Kinder nicht kaputt gehen lassen, ich kann mich nicht kaputt gehen lassen, ich kann die Gefahr, der man da draußen ausgesetzt ist, nicht über mich und meine Familie ergehen lassen. Alleine wenn du sagst, okay, ich muss was machen, dann bist du schon sofort weiter als 90% der Menschen da draußen. Das reicht schon. Und dann gibt es einen ganz, ganz einfachen Schritt. Ich sage das immer wieder, ich mache das ja nicht zum Spaß alles, sondern ich mache das, weil ich jeden Tag Menschen daraus befreie. Das ist der Grund. Weil mir das auf den Sack geht. Ich habe was gegen Verarschung und ich habe seit Kindheit an was gegen Versklavung. So bin ich aufgewachsen. Und ich sehe das als absolute Versklavung, sogar noch schlimmer als früher. So, und ich muss dagegen was machen. Das ist so meine Aufgabe. So, und das mache ich sehr, sehr erfolgreich. Und alles, was du machen musst, ist das Matrix-Prinzip. Und alles machen, was ich da sage, jeden Tag. Jeder kann es schaffen, egal wo auf der Welt zu leben. Ich meine, ich mache das ja alles vor. 5-mal mein Hobby zum Beruf gemacht, frei leben. Ich erkläre da alles, wirklich alles, 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 wie es funktioniert. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Beziehungen, Stressmanagement,
alles. Da ist wirklich, da ist alles drin. Mehr gibt's nicht. Prinzip ist die Grundvoraussetzung fürs Business-Prinzip und ich kann euch sagen, es ist ein Muss. Also ohne das Matrix-Prinzip könnte ich das Business-Prinzip gar nicht durchziehen. Also das hat Cecil schon ganz toll gemacht. Ja. Ja, genau. Als allererstes mit dem Maximum-Prinzip, dann habe ich gemerkt, boah, was ist das für ein geiler Nutzer. Dann habe ich mir das Matrix-Prinzip gegönnt und dann habe ich gedacht, wenn Matrix-Prinzip und Maximum-Prinzip so viel bewirken, dann brauche ich noch das Business-Prinzip. Und so könnt ihr euch da so krass rausziehen, meine Freunde. Und ich habe es ja immer gesagt, das Wichtigste ist nicht die Technik. So, Bill Gates ist auch kein Softwareentwickler. Er hat einfach die Software gekauft für 30.000 Euro. Elon Musk ist auch kein Raumschiff-Mechaniker oder Ingenieur. Ford war damals auch kein Kfz-Mechaniker. Nein. Man kommt da nicht mit der Technik raus. Man kommt da mit dem raus, was ich im Matrix-Prinzip erkläre. Weil das ist der Grund, warum ich 5-mal mein Hobby zum Beruf gemacht habe. So, und dann, wenn ihr im Matrix-Prinzip seid und ihr sagt, ey, ich will jetzt den nächsten Schritt, ich will auch das Technische, ich will noch meine Erfolge ver-20-fachen in der Zeit, dann haben wir nur einen Platz fürs Business-Prinzip und das könnt ihr, den könnt ihr nur bekommen, wenn ihr über die Telefonberatung reingeht und sonst nicht, weil ich lasse das sehr, sehr limitiert, ist halt so und ja, könnt ihr euch versuchen, für anzumelden und die Plätze sind sehr schnell weg. So, jetzt drehen die Wellen völlig durch hier. Guck mal. Echt heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so oft so hohe Wellen gesehen habe. Ich glaube noch gar nicht so oft. Ja, aber diesmal echt zufrieden mit dem Hotel. Letztes Mal war nicht ganz so cool auf Kreta, aber jetzt hier völlig okay. Also echt cool. Geht's wieder in die Stadt Essen, zeige ich euch wieder ein paar Einblicke von Chania. Ja, wenn ich die Sachen höre mit Inflation, mit Finanzen, mit Gesundheit, es kam wieder ein Bericht raus mit Alkohol. Hey, Alkohol über 40 ist gar nicht so schlimm. Also wenn ihr jünger seid, dann ist nicht ganz so gut. Aber ab 40 könnt ihr euch ruhig die Kante geben. Finanzen, jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, jeder, der sich in den verschiedenen Bereichen auskennt. Es ist so krass, dass wirklich alles gelogen ist. Du kannst es, das ist so wie ein... Ja, da musst du erstmal vom Kopf her mit klarkommen. Aber es sind ja Fakten und jeder, der sich damit befasst, weiß das. Ich finde es immer wieder erstaunlich, echt krass. So geil, meine Freunde. Keine einzige Maßnahme mehr. Keine Maske, keiner läuft mit Maske rum. Ganz normal in jedes Geschäft reingehen. Alles kein Problem. Ey, es ist so angenehm, ne? Richtig cool. Jetzt erstmal was essen. Also bis später. Da muss man nicht mehr den Tarnkappenmodus aufsetzen, wo man einfach die Menschen komplett ignoriert, als wenn es sie nicht gibt und einfach weitergeht. Kennt ihr den Tarnkappenmodus? Der funktioniert eigentlich echt gut. Naja, auf jeden Fall, oh, der spricht mich gleich an. Guck mal, ich bin hier seit über 10 Jahren und ich habe noch nie in seinem Restaurant gegessen. Der spricht mich jedes Mal wieder an. Okay, jetzt hat er gesehen, ich bin mit dem Handy. Echt lustig. Freunde, ich habe jetzt ein richtig, richtig geiles Video gerade hochgeladen, habe ich gerade gedreht. Ich habe es nicht mal einmal selbst angeguckt, aber es ist auf jeden Fall richtig gut. Guckt es unbedingt an, jetzt anklicken, gucken, teilen.